Also ich wollte Folgendes sagen. Wir müssen die Situation unserer Struktur der Medien bedenken. Wir haben einen einzigen Journalisten gehabt, der den Bandenskandal gewagt hat aufzudecken, weil er Amerikaner war. Wenn er die Berliner gefragt hat, was hier an Schweinkram gemacht worden ist, ein großes Raddrehen, wir haben jetzt von Bovereit 23 Milliarden aufgedrückt gekriegt, die mussten an einem Tag sich entscheiden im Bundestag, dass das abstimmen mit positiv, ja, wir werden das akzeptieren. Und keiner hatte das Recht, sich die Papiere anzugucken. Das waren 3 Kilometer, über 50 Tochtergesellschaften von der Bank, die Scheiße gemacht hat. Das kann gar keiner wissen. Und da ist einer reingegangen, der hat fotografisches Gedächtnis und er hat 3 Seiten auswendig gewusst und hat was aufgedeckt. Dadurch ist das aufgeflogen, was hier gelaufen ist. Jetzt hat hier eine ganz bedeutende Frau in der Spitze des, dann will ich jetzt auch nicht sagen, um sie nicht zu gefährden, die sind alle angestellt bei uns und da sagt sie, Frau Peters, wir müssen vorsichtig sein, sonst verlieren sie ihren Job. Dieser Amerikaner ist freier Journalist gewesen. Der hat gesagt, wenn ich eine scharfe Story schreibe, dann verdiene ich ein Schweinegeld und kriege mehr Aufträge. Das ist in Deutschland nicht so eingeführt. Wir haben freie Leute, die nicht beschäftigt werden. Denn der bedeutendste Auslandskorrespondent, den wir hatten, das war Subak. Der ist von der Taz von 1.000 auf 500 Euro runtergesetzt worden. Er konnte gar nicht mehr reisen. Auch die Spesen waren nicht mehr drin. Das heißt, die werden systematisch ausgegrenzt und fertig gemacht, weil unser System nicht funktioniert. Und dann denkt man immer, das sind die Leute. Nein, das ist das System, das ist viel brutaler. Und diese Leute, die rausfliegen, die müssen versuchen, irgendein Hintertreppchen zu finden. Und die Empörung von Subak war ungeheuer, aber ich kann ihn verstehen, das ist das System. Und dann muss man noch wissen, dass es nicht erwünscht ist, dass jemand damit wirklich neuen Ideen kommt. Da wird nur noch aus dem Ticker gearbeitet. Deshalb ist der wichtigste Mann von der Berliner Zeitung früher, der ja plötzlich zur Frankfurter Rundschau als Vorstand gegangen ist, der ist zurückgekommen, der sagt, bringt nichts mehr. Wir holen das alles aus dem Ticker, was anderes dürfen wir gar nicht. Noch weiter erziehen. Ich kenne auch ungeheure Schweinereien und wir müssen sagen, das sind nicht die Journalisten meistens. Und die freie Journalie kriegt gar keine Aufträge. Da drängeln sich die drum, die gerade abserviert worden sind oder gerade, was weiß ich, vielleicht mal was landen wollten und Glück hatten. Aber das ist ganz beschissen in Deutschland. Und es ist nicht nur Deutschland, es ist international. Die arbeiten alle aus dem Ticker. Da brauche ich wirklich nur eine Zeitung mehr zu nehmen. Alle schreiben dasselbe. Gut, wir sind ja auf anderen Faden. Im Internet.